بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Liebe Geschwister im Islam, erstmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und für die Schwestern, falls sie nichts hören sollen, die sich bitte jetzt melden. Ich sage, das ist schon Routine, weil ich weiß, es ist oft so, dass ich eine halbe Stunde rede, nur ich dann nachher die Verschwestern, die hören leider nichts. Deswegen sage ich das immer von vornherein. Das ist auch immer gut, deswegen hat man immer, wie fangen wir meistens eine Predigt an? Wir fangen meistens eine Predigt an mit der Khutbat al-Haja, wie der Prophet a.s. angefangen hat. In alhamdulillah, nahmaduhu. Und dann einige Verse aus dem Koran, wo wir zur Gottesfurcht ermahnen. Ja, und am Ende, ja, dass man halt diese Ermahnung bringt, dass das wahrste Wort das Wort Allahs ist. Und das Gute ist, wenn ich das auf Arabisch sage, ja, dann hören die Frauen schon, ob sie etwas mitkriegen oder nicht. Das ist schon mal so eine gute Probe. Das ist immer sehr praktisch, alhamdulillah. Gut, Geschwister im Islam. Jetzt kommen wir mal zu einem anderen Thema, wegen dem Ramadan. Ich habe übrigens auf der Seite habe ich einen Vortrag, warum wir überhaupt im Ramadan fasten. Weil das ist eigentlich eine wichtige Grundlage, weil viele Leute das nicht richtig verstanden haben, warum wir fasten. 90% der Leute, wenn du sie fragst, warum fasten wir im Ramadan, sagen sie, ja, damit wir uns so fühlen wie die armen Menschen. Dann sage ich, ja, ich habe letztes Jahr gefasst, dann brauche ich ja dieses Jahr nicht mehr zu fasten, ich weiß ja schon, wie die sich fühlen. Ja. Ja. Sondern das Fasten ist eine Schule. Ist ein Trainingslager, ein jährliches Trainingslager für deinen Iman. Wenn du in den Ramadan mit Iman reingehst und alle Sachen ernst nimmst, dann kommst du mit Taqwa raus und Taqwa ist der beste Proviant für dein Leben. Allah sagt im Koran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und den versorgt er, von wo er es nicht gedacht hätte. Das heißt, wenn du denkst, du hast irgendwelche Probleme oder keine Ahnung, Arbeit, Job, hin und her. Habe Taqwa, Allah wird dir einen Ausweg schaffen. Mit deiner Frau, Allah wird dir einen Ausweg schaffen. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Und wer Allah fürchtet, den wird er seine Angelegenheit gleich machen. Und was noch? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْذِمْ لَهُ أَجْرًا. Und wer Allah fürchtet, den wird er seine Sünden tilgen und den wird er seinen Lohn vermehren. وَاللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Allah ist mit den Gottesfürchtigen. Das ist der eigentliche Sinn. Das ist dein Trainingslager. Wenn die Fußballsaison anfängt, die Bundesligamannschaften, die gehen vor der Saison einen Monat ins Trainingslager. Und dies ist unser Trainingslager für den Iman. Ein Monat konzentrierst du dich. Du guckst nichts Falsches an. Du isst nicht für Allah, obwohl du normal essen darfst. Du enthältst dich von Sachen, die du normalerweise tun darfst. Du darfst mit deiner Frau schlafen. Du darfst essen, trinken, aber du enthältst dich von Sachen einen Monat lang, die du normal kannst, darfst, aber die dir schwerfallen, die du unbedingt brauchst, ja, dann fällt es dir nachher noch leichter, von den Sachen loszulassen, die kein Grundbedürfnis von dir sind und die haram sind, wie Klauen und so weiter. Das ist eine Schule. Das nur ganz kurz zusammengefasst. Ich habe darüber Vorträge gemacht, die eine Stunde gehen. Und das sollte man sich wirklich mal genau angucken. Aber eine andere Frage, die sich beim Fasten stellt, ist das Fiqh des Fastens. Was das Fiqh in der arabischen Sprache heißt? Fahm, die Verständnis. Hiermit meine ich die Ahkam, die Regeln vom Fasten. Das heißt, was sind die
Dinge, die mustahab sind beim Fasten, die erwünscht sind beim Fasten, beziehungsweise wozu motiviert man beim Fasten? Was sind die Dinge, die Fasten brechen? Wann muss man fasten? Wann hört man auf zu fasten? Denn bei jeder gottesdienstlichen Tat gilt eine Regel. Al-ilmu qabl al-qawli wal-amal. Das Wissen kommt vor Rede und Tat. Es sei denn, du hattest keine Möglichkeit, Wissen zu bekommen. Aber wenn du Möglichkeit hast, Wissen zu bekommen und du arbeitest einfach, kann sein, dass deine Tat nicht akzeptiert wird. Wenn du zum Beispiel anfängst zu beten, ja, und du betest die Fatiha nicht, einfach so, weil du es nicht weißt, aber du hättest das Wissen bekommen können. Es ist was anderes zwischen dem, der nicht weiß, aus eigenem Verschulden, und zwischen dem, der nicht weiß, weil er keine Möglichkeit hatte, es mitzubekommen. Das sind zwei Unterschiede. Der, der keine Möglichkeit hat, das Wissen zu bekommen, der ist entschuldigt. Aber derjenige, der die Möglichkeit hat, es zu bekommen, der ist nicht entschuldigt. Jetzt, du musst die Fatiha lesen. Beispielsweise, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin und so weiter. So, du hältst dich daran, Gebet ist ungültig. Genauso hier beim Fasten. Deswegen, und das ist eine Probe und ein Gottesdienst in sich selber, dass man lernt, wie man Gott dient. Das heißt, wenn du lernst, wie du Gott dienst, wie du richtig fastest, worauf du achten musst, bei all diesem Lernen werden die Hasanat aufgeschrieben. Und Imam Shafi'i, rahimullah, was sagt er? Imam Shafi'i, der sagt, dass das Wissenslernen die beste Tat ist, die beste Tat von den freiwilligen Taten ist. Und das Wissenslernen ist nicht nur freiwillig, es gibt auch Pflicht. Weil, wie gesagt, wenn es für dich notwendig ist, wenn es für dich Pflicht ist, etwas zu tun, dann wird das, was du brauchst, um diese Pflicht zu verrichten, nämlich das Wissen erwerben davon, auch zur Pflicht. Ja? Und hier sagt Hassan al-Basri, مَا مِنْ شَيْءٍ مِمَّا خَلَقَ اللَّهِ عَذِمْ إِنْدَ اللَّهِ فِي عَذِيمِ الثَّوَابِ مِنْ تَلَبِ الْعِلْمِ لَا حَجْ وَلَا عُمْرَ وَلَا جِهَاد وَلَا صَدَقَ وَلَا عِتْقَ. Der sagt, es gibt nichts, was Allah erschaffen hat, was so einen gewaltigen Lohn hat, wie das Wissen zu erwerben. Keine Hajj, keine Umrah, kein Dschihad und keinen Sklaven freilassen. Überleg mal. Subhanallah, das ist das, was Hassan al-Basri sagt, ist seine Meinung. Vielleicht sagt der eine oder andere das an. Aber warum? Weil für alle diese Taten, für Hajj, für Umrah, für Adq, du brauchst für alles, brauchst du Wissen. Das heißt, wir sind keine Religion, und das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir sind keine Religion, wo wir einfach nur machen, wie wir wollen. Der eine betet so, der andere betet so, ach ja, Hauptsache es ist gut. Ja komm, dann tanzen wir ein bisschen, fühlen wir uns gut. Nein, sondern die Tat wird abgelehnt. Was sagt der Prophet? Was sagt der Prophet, a.s.? Man amila amalan, man amila amalan, leysa fi amruna fahuarat. Man ahtafa fi amrina, hadha ma leysa minu fahuarat. Wer eine Tat erneut unserer Sache, die nicht von uns ist, ja, wird abgelehnt. Was wir nicht gebracht haben, wird abgelehnt. Wer eine Tat macht, wer eine Tat macht, die nicht von uns befohlen ist, Befehl von Istihbab, von erwünscht oder Befehl von Pflicht, wird abgelehnt. Das heißt, man muss Wissen bekommen. Deswegen reden wir hierüber erstmal, damit wir Wissen über das Fasten bekommen. Und zweitens, ein ganz anderer Grund noch. Oder was heißt ein ganz anderer Grund? Ein anderer Grund, um Verständnis von der Religion zu kriegen. Und hier sagt der Prophet, a.s. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wem Allah Gutes wünscht, ihm gibt er Verständnis in der Religion. Weil du siehst bei vielen Menschen, oder viele Ichtilafat, meinst du, bitte nicht von Furu, von Zweigen in der Religion, der eine Madhab sagt so, der andere so, sondern Probleme, die wir heute haben, die haben etwas mit dem Verständnis zu tun. Dass es Leute gibt, die etwas falsch verstehen. Die einen Hadith falsch verstehen. Wie wir zum Beispiel, wir haben einige Diskussionen gehabt. Und Leute, die kommen mit Hadithen, die kommen mit Ayats vom Koran, für eine bestimmte Situation, die wir haben. Aber es hat gar nichts mit der Situation zu tun. Das heißt, der Koranvers ist richtig. Der Hadith ist richtig. Aber es hat nichts mit der Situation zu tun. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel frage, ja, darf ich auf dem Schiff fahren? Ja, ist Schifffahren erlaubt? Und dann sage ich, ja, nee, Schifffahren ist nicht erlaubt. Ja, Schifffahren ist erlaubt. Weil der Prophet, ich meine, Schifffahren ist sowieso erlaubt. Weil der Prophet, a.s. gesagt, al-bahru tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Verstehst du? Das Meer erlaubt ist das Tote da drin, und das Wasser davon ist reinigend für euch. Verstehst du? Der Hadith hat nichts mit dieser Fragestellung zu tun. Auch wenn das Schifffahren jetzt sowieso erlaubt ist. Aber ich meine jetzt als Beispiel.
Ja? Deswegen muss man Verständnis in der Religion kriegen und dafür gibt es Regeln. Und deswegen möchte ich mit euch auch auf einige Punkte eingehen, damit man versteht, wie die Leute an die Religion rangehen. Und deswegen ist es für jeden wichtig, Wissen von der Religion zu bekommen. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann man dich durcheinander bringen. Man kommt hier mit zwei Hadithen, die sich offensichtlich widersprechen. Man sagt, ja, guck mal, hier, eure Religion, ihr widerspricht sich doch. Aber wenn du Fiqh hast, Verständnis hast, wie man mit solchen Dingen umgeht, dann kann dich das nicht auseinander durcheinander bringen. Und das ist das, womit viele Leute durcheinander gebracht worden sind. Dann fangen wir mit dem Ramadan an und wie gesagt, ist immer Präzision gefragt. Erstmal, die Gelehrten, wie fangen die immer an, wenn die über ein Thema reden im Fiqh? Du findest das immer. Ich habe hier einige Bücher, wie zum Beispiel hier Bulugh al-Maram von Ibn Hajar al-Asqalani mit der Erklärung von Sheikh Uthaymeen. Du siehst immer bei jedem Thema, sie fangen erst mit der Sprache an. Zum Beispiel Hajj bedeutet Qasd, die Beabsichtigung, in der Sprache, im sprachlichen Sinne. Jetzt bei Ramadan, wenn wir über Ramadan reden, was ist das? Ramadan, ja, das Fasten, Saum oder Siyam, was heißt das in der Sprache? Weil die Sprache, die sprachliche Bedeutung ist immer eng verbunden mit der Scharia-Bedeutung. Was heißt das in der Sprache? Imsak. Das heißt, sich zurückhalten sozusagen. Zurückhalten. Ja, Imsak. Hier gibt es zum Beispiel im Koran auch einen Imsak, ein Saum. Aber hat nichts mit nichts Essen oder Trinken zu tun. Sondern wo ist ein Saum im Koran? Vielleicht fällt einem eine Stelle ein im Koran, wo bei Surat al-Maryam. Inni nadhartu li rahmani sawma falan ukallim al-yawma insiya. Ich sage, ich habe meinem Herrn heute ja ein Nadhar gemacht, ja, ein Gelöbnis gemacht, dass ich einen Saum mache. Saum, was wir gerade machen. Und was ist das für ein Saum? Falan ukallim al-yawma insiya, so werde ich heute mit keinem Menschen reden. Mehr reden. Das heißt, sie macht im Sarg vom Reden in der Sprache. Jetzt in der Scharia, ja, ist das was? Al-imsaku an al-muftirat min tulu al-fajri ila ghurubi shams bin niyya. Das heißt, das Imsak von den Muftirat. Was sind Muftirat? Muftirat sind die Dinge, die das Fasten brechen. Essen, trinken und so weiter und so fort. Lachen. Ist Lachen auch von Muftirat? Darf man lachen im Ramadan? Ich will nur, dass ihr wach bleibt, deswegen. Okay. Ja? Essen, trinken, Geschlechtsverkehr mit der Frau. Ja, das sind die Dinge, die das Fasten brechen. Von Tulu el-Fajri ila Ghurubi Shams. Wo ist der Beweis für Tulu el-Fajr? Allah sagt im Koran, Kulu washrabu hatta yatabayyanu lakum ul-Khaydu al-Abyadu min al-Khaydu al-Aswadi min al-Fajr. Das heißt, esst und trinkt, bis euch klar wird, der weiße Faden von dem schwarzen Faden vom Fajr. Ja? Thum atimmu siyama ila layl. Und dann vervollständigt das Fasten bis zur Nacht. Ja. Das heißt, hier ist es von Tulu al-Fajr ila Ghurubi Shams. Manche sagen auch nur das, ohne Biniya. Ohne zu sagen, von dem Muftirat fernhalten, ohne Niya. Ist das richtig? Nee, man muss sagen, mit Niya. Weil ich kann ja zum Beispiel sagen, dass ich aufwache und ich esse und trinke einfach nichts, weil nichts zu essen und trinken da ist. Dann habe ich aber nicht den Lohn vom was? Vom Fasten. Weil ich muss eine Niyya haben. Ta'abbudan lillah, dass ich damit Gott anbete. Wenn ich einfach nur nichts esse und nichts trinke, weil ich nichts zu essen habe, ja, ohne Niyya ist es anderes. Nee, Bruder, keine Fragen. Fragen am Ende. Ich frage euch nur. Weil sonst kommen wir durcheinander, weil ich beantworte deine Fragen garantiert sowieso schon in der Sache, weil es ziemlich ausführlich, okay, Bruder? Inshallah. So, weil du willst mich jetzt fragen, muss ich die Niyya aussprechen, muss ich die nicht aussprechen? Irgendwie, auf jeden Fall, irgendeine Frage, das kommt alles noch, inshallah. Okay, das dazu. Jetzt kommt nämlich die Frage, achso, jetzt komme ich sowieso dazu, ja genau. Jetzt kommt die Frage, wann muss ich die Niyya machen? Hier kommen einige Leute, bin angerufen worden, ist garantiert hier jemand dabei. Er sagt, ja, ich habe den Wecker morgens gestellt. Ich habe den Wecker morgens gestellt und ich bin nicht aufgewacht. Ich habe verschlafen. Und ich habe keine Niyya gemacht zum Fasten. Jetzt fragen wir erstmal.